Ich arbeite seit 2011 mit Unilo Board Stories. Das Besondere daran ist, dass die Kinder sich wesentlich besser konzentrieren können. Sie können auch lange Texte verfolgen und sind sehr viel aufmerksamer und genießen diese abwechslungsreiche Aufbereitung der Texte. Im Fach Deutsch eignet es sich zunächst mal natürlich zum Lesen lernen mit den ganz einfachen Board Stories. Viele Nilpferde in Afrika. Und dann weiter aufsteigen zur Leseförderung insgesamt. Man kann aber auch im Fach Deutsch ganz viele Texte dazu nutzen, eigene Texte zu schreiben, Geschichten weiterzuschreiben oder auch die Sprache zu betrachten. Man kann auch Rechtschreibförderung daran machen oder den Wortschatz erweitern. Dort wachsen Palmen mit Kokosnüsse daran. Die Erde reicht nach Honig und die Luft duftet nach Bananeneis. Im Anschluss an das Lesen der Board Story beschäftigen wir uns sehr gern mit dem interaktiven Whiteboard-Material. Die Schüler haben da die Möglichkeit, Aufgaben zu lösen, indem sie interaktiv etwas freiwischen, indem sie richtige Dinge einkreisen oder auch kleine Texte in das Material hineinschreiben. Es gibt für jede Board Story auch Unterrichtsmaterial ja zum Ausdrucken. Was ich besonders positiv finde, ist die Leistungsdifferenzierung. Ich habe also immer verschiedene Schwierigkeitsstufen und kann so auch für die Kinder mit einem niedrigeren Leistungsniveau das Passende anbieten. Oft wird nicht alles gleich im Unterricht fertiggestellt und Sie können zu Hause dann die Board Story anschauen und am Material allein weiterarbeiten. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht eine Board Story lesen. Wir finden eigentlich immer passend zu unseren Unterrichtsthemen irgendetwas. Was für ein Hafen könnte das sein? Hamburger Hafen. Und häufig sind es auch die Kinder, die danach fragen, ob wir nicht mal wieder eine Board Story lesen können. Dann frage ich sie manchmal, was interessiert euch denn jetzt gerade, und schlage ihnen so ein paar Themen vor. Und dann finden wir immer irgendetwas, was dann lustig ist und interessant und spannend.